einfachen Bedienung unseres Eisenbahndrehkrans haben wir einige Automatikfunktionen eingebaut. In diesem Video möchten wir Ihnen einen Überblick über diese Sonderfunktionen geben. Auf Taste F19 befindet sich die Funktion in Transportstellung fahren. Das bedeutet, der Kran klappt sich aus der aktuellen Position zusammen, um im Zugverband transportiert werden zu können. Vor dem Aktivieren der Automatikfunktion sollten Sie sicherstellen, dass alle anderen Funktionen außer Sound und Licht deaktiviert sind. Dann können Sie F19 aktivieren. Zuerst dreht sich der Kran zurück auf die Seite von Führerstand 1. Deshalb sollte der Schutzwagen auch auf dieser Seite bereitstehen. Während des Zusammenlegens kann die Drehung des Aufbaus, falls nötig, noch fein nachkorrigiert werden, damit der Haken genau in die Aussparung des Gegengewichts trifft. Das können Sie mit dem Joystick oder mit einem Handregler machen. Damit der Kran die Endposition erreicht, muss die Taste F19 so lange aktiviert sein, bis sich das Arbeitslicht ausschaltet. Die dazugehörige Funktion ist F18, in Arbeitsstellung fahren. Diese Funktion kann nur aktiviert werden, nachdem der Kran vorher mit F19 in Transportstellung gefahren ist. Auch hier sollten Sie wieder darauf achten, dass alle Funktionen außer Sound und Licht deaktiviert sind. Wenn der Kran die Arbeitsstellung erreicht hat, können Sie erneut F18 aktivieren. Dadurch wird der Bewegungsablauf simuliert, wenn beim Kran das Gegengewicht eingehängt wird. Dies funktioniert aber nur, wenn gleich wieder F18 ausgelöst wird, ohne eine andere Funktion dazwischen zu aktivieren. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit Ihrem außergewöhnlichen Digitalkran.